Kommt jetzt der Bitcoin-Ausbruch auf neue All-Time-Highs? Hat sich das Warten gelohnt? Sehen wir jetzt endlich den Ausbruch? Die Aktienmärkte haben vorgezogen. Normal zieht Bitcoin nach. Genau das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Schalt direkt auf 1,5-fache Geschwindigkeit, dann hast du mehr Content in weniger Zeit, und wenn du ein Abo hinterlässt, freut mich das Ganze natürlich auch. Also die große Frage ist, wir sind hier einmal im Screenshare drin, im Bitcoin-Chart, und wir haben hier schon eine Konsolidierung. Seit Langem geht nichts vorwärts. Ich weiß, die Krypto-Investoren zeichnen sich ja nicht immer dadurch aus, dass sie gerade die geduldigsten sind, oder? Und jetzt geht es schon eine Weile hier hin und her. Wir haben hier so eine Konsolidierungsrange von circa 20% rauf, runter. Das Ganze schon seit circa 80 Tagen, also seit Ewigkeiten. Wir hatten hier den Ausbruch nach dem ETF-Hype und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, oh mein Gott, das Halving. Das Halving, wir müssen doch neue Bitcoin-All-Time-Highs sehen. Und so weiter. Und all das hat sich bisher nicht befürwortet oder nicht bewahrheitet. Und genau das schauen wir uns jetzt einmal an. Also, wir gehen jetzt hier vielleicht mal in den Gesamtmarkt, denn das ist genau das Thema, was gerade wichtig und relevant ist. Wie gesagt, ich hoffe, die Vögel stören euch nicht. Ich habe hier das Fenster offen und da zwitschern die Vögel gerade fröhlich hinein. Wenn es euch stört, gerne in den Kommentaren mich wissen lassen, dann wird das beim nächsten Video nicht mehr so sein, dann mache ich das Fenster zu. Also, warum schauen wir uns den Aktienmarkt an? Es herrscht normal eine positive Korrelation. Das bedeutet, Aktien sind Risk Assets, Anleihen Risk of Assets. Das bedeutet, wenn Aktien steigen, haben wir generell Risikoappetit. Wir sehen also hier, in den letzten Wochen sind Aktien gestiegen. Wir sehen generell, diese Korrektur, die wir hier bei Bitcoin hatten, wurde vom Aktienmarkt eingeleitet. Und ich habe das auch in der Pure Alpha Gruppe immer wieder gesagt. Wir hatten am Aktienmarkt hier eine saustarke Rallye. Also wenn wir uns hier mal am Tief im Oktober 2022 bis das anschauen, hat der S&P 500 fast 50% gemacht. Das ist richtig, richtig viel. Und wenn du dann einmal eine Konsolidierung hast, ist das alles andere als beängstigend. Ich weiß, am Kryptomarkt herrscht sehr viel Emotion. Alle haben immer Angst, hoch, runter, und ich muss jetzt schnell reich werden und so weiter. Aber es hat sich wirklich gar nichts verändert. Wenn wir hier mal ein Fibonacci Retracement ziehen, sehen wir, dass die Konsolidierung auch wirklich am Aktienmarkt sehr schwach ausgefallen ist. Also man hätte hier locker mal auf 4,8 vielleicht sogar noch weiter runter konsolidieren können. Und wenn wir das einmal in Prozent anschauen, sehen wir, dass die Konsolidierung am Aktienmarkt auch super schwach war. Das waren nicht einmal 6%. Aber wir alle wissen, Bitcoin ist ein Hebel auf den Aktienmarkt, ein Hebel auf die Risikoassets. Und genau aus diesem Grund hatten wir bei Bitcoin, siehe an, eine 20-prozentige, bisschen mehr, also viermal so stark, haben wir bei Bitcoin korrigiert. Und jetzt ist die große Frage, sind wir am Ende oder wie geht's weiter? Und deswegen habe ich mir hier diese Levels eingezeichnet, weil eine Lektion möchte ich euch hier einmal mitgeben. Und das ist super spannend. Wir sehen also Aktien steigen, oder? Wir sehen hier Aktien steigen, das ist super interessant. Und wir sehen, Bitcoin kommt nicht richtig in die Pötte. Und jetzt ist halt die Frage, wie funktioniert das Ganze? Und während wir bei Aktien einen Aufwärtstrend hatten, das heißt, wir haben hier ein höheres Hoch nach dem anderen gemacht, hat Bitcoin geschwächelt. Also bei Bitcoin haben wir eher hier tiefere Tiefs gemacht. Und das heißt, wir hatten am Bitcoin-Chart eher relative Schwäche. Und was ich mich immer frage ist, wenn ich mir einen solchen Chart anschaue, ist, was könnte die Mehrzahl der Menschen denken? Was könnte die Mehrzahl der Menschen tun? Denn
Im Endeffekt ist der Markt ein Instrument, das immer den Weg des größten Schmerzes eingeht. Das bedeutet, es werden immer die Großzahl und die Mehrzahl der Menschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt ist die Frage, was wäre bei Bitcoin der Weg des größten Schmerzes? Und ich kann mir vorstellen, dass hier sehr viele Leute geschortet haben und die müssen alle ihre Shorts eindecken. Und wenn die ihre Shorts eindecken, das bedeutet, die müssen sich absichern. Irgendwo müssen die einen Stop-Loss machen. Und wenn die einen Stop-Loss machen, heißt das nichts anderes, als dass die Bitcoin kaufen, eine Buy-Order setzen. Und wir sehen hier, an dieser Stelle werden die ganzen Trader, die ihr Risiko managen, circa ihre Stop-Losses, also ihre Buy-Orders setzen. Und jetzt hatten wir hier gestern diesen Rip hoch und jetzt sind wir hier genau an dieser Resistance. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir hier jetzt die Tage durchgehen, dass wir dann relativ schnell zu den All-Time-Highs gehen. Und das ist auch mein präferiertes Szenario. Und ich möchte dir nicht sagen, wo der Preis hingeht, weil ich weiß das nicht. Niemand weiß das. Kurzer Kaffee. Ich weiß das nicht. Niemand weiß, wo der Preis hingeht. Aber wir können uns die Szenarien einmal durchdenken. Und ein Szenario, wie gesagt, vom Aktienmarkt kommt Stärke. Aktienmarkt ist natürlich kurzfristig hier sehr stark übergelaufen, vielleicht konsolidiert er jetzt einige Tage und dann kann Bitcoin nachziehen. Und dann wäre das präferierte bullische Szenario, dass wir hier über diese Resistance Level kommen, viele Leute kaufen, dann gehen long und wir sind sehr schnell wieder bei den 70.000 und gehen dann durch. Ich habe ja hier immer gesagt, das war viel zu schnell alles. Wir müssen konsolidieren. Es ist gesund, wenn wir konsolidieren. Die Konsolidierung war bisher nicht so stark. 20% ist nicht so stark. Wenn wir uns den Wochenchart anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass der Aufwärtstrend unglaublich gesund und im Takt ist. Wir hatten hier eine längere Konsolidierung, dann ist das hier alles sehr schnell gegangen und jetzt haben wir hier eine längere Konsolidierung, die auf dem Wochenchart hier noch lange weitergehen kann. Gar kein Problem. Und jetzt ist das Thema, also das erste Szenario. Wir gehen jetzt hier über den Widerstand und sind sehr schnell bei den 70.000, brechen dann aus und gehen langsam höher. Meine Zielmarken sind dann um die 120.000. Das ist das bullische Szenario. Das zweite Szenario wäre, dass wir hier mega den Fakeout haben und wir einen ganz schnellen, starken 20-30% Rücksetzer haben. Zum Beispiel hier so mal was, 20% zum 200er Moving Average und zu der wichtigen Supportmarke von 50.000, die im Idealfall nicht unterbrochen wird. Das wäre das zweite Szenario. Wenn wir jetzt halt hier so einen schnellen Rip nach unten haben, Washout, das passiert auch bei Krypto, bei Bitcoin immer wieder, würde ich hier einmal nachkaufen, ein Bounce Play spielen. Das bedeutet einmal nachkaufen, dann bounce das meistens nach oben und dann würde ich einen Teil dieser Position auch wieder abstoßen. Aber so spielt man diese Bounce Plays. Also das ist das zweite Szenario, ein schnelles Washout. Und das dritte Szenario ist meiner Meinung nach das unwahrscheinlichste Szenario, aber auch möglich, dass wir hier jetzt in der gleichen Situation sind, wo wir damals waren. Und dass wir jetzt hier so einen langsamen Slow Kiss of Death sehen und hier langsam nach unten gehen. Und wieder in einen Bärenmarkt hineingehen. Das sind diese drei Szenarien. Warum glaube ich, dass das das unwahrscheinlichste Szenario ist? Ich blende euch hier mal die Liquidität ein. Und wir sehen, wo war hier das Tief im November 2022? Wo war das Tief in der Liquidität, weltweiter Liquidität? Ich weiß, die einen schauen auf die Fed, die anderen, nee, ich schaue auf alles. Weltweite Liquidität war das Tief auch Ende 2022, Anfang 2023. Seitdem wird die Liquidität ausgeweitet, seitdem steigt Bitcoin. Was passiert gerade eben mit der Liquidität? Sie stagniert gerade. Was passiert mit Bitcoin? Es stagniert gerade. Also wie gesagt, für mich ist diese Korrelation unglaublich stark und bedeutsam. Wird die Liquidität langfristig weiter ausgeweitet? Ich bin mir sehr sicher, weiß ich es natürlich nicht, aber warum bin ich mir sehr, sehr sicher? Naja, darum geht es ja auch in der Pure Alpha Gruppe, andauernd diesen Chart zu verstehen, die Liquidität zu verstehen, die Welt zu verstehen, in der wir uns befinden, die technologischen Entwicklungen zu verstehen, die langfristigen Trends zu verstehen. Und ein langfristiger Trend, den ich einfach sehe, ist, dass die Noten, Staaten sich weiter verschulden und die Verschuldung irgendwann an der Notenbankbilanz landen muss. Und das ist natürlich wahnsinnig liquiditätstreibend. Also einmal hier so viel.
Wie sieht das Ganze mit der Nasdaq aus? Denn das ist auch ein ganz wichtiger Chart, auf den ich achte. Wenn wir hier einmal Bitcoin im Vergleich zur Nasdaq uns reinziehen, dann sehen wir, dass wir hier auch in einem unglaublich schönen Bullenmarkt sind. Das bedeutet, Bitcoin performt stärker als die Nasdaq. Ich kriege genau das mit Krypto, was ich will, eine Überperformance zur Nasdaq, zu Tech-Aktien, was für mich die Alternative ist. Wenn wir auf den Daily Chart schauen, sind wir hier am wichtigen Level. Wir sind jetzt hier über allen Moving Averages drüber, die gleiche Konsolidierung wie bei Bitcoin, und meiner Meinung nach wird das Ganze mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach oben aufgebrochen. Was ist meine Strategie? Wie spiele ich das Ganze? Ich kaufe nach, Cost Average mäßig, alles was bei mir in Einkommen reinkommt. Ich habe ein Portfolio mit der Pure Alpha Gruppe aufgelegt an Bitcoin, Ether und den Altcoins. Jetzt ist die Strategie gerade, die soliden Blue Chips nachzukaufen und dann im weiteren Verlauf immer mehr Risiken einzugehen. Wir sehen hier auch das Altcoin Market Cap, und wir sehen auch, das Altcoin Market Cap ist in einem wunderschönen Aufwärtstrend. Lange Konsolidierung hier am Moving Average, und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Ganze nach oben aufgelöst wird. Wir werden es sehen. Wir sehen, der Best Performance der Altcoin bisher war Solana, und das Ganze sieht bisher auch noch sehr gut aus. Wir sehen auch hier bei Solana natürlich den gleichen Chart wie bei allen, sehr heiß gelaufen, Konsolidierung, und jetzt geht es hier meiner Meinung nach, und woran hängt es? Es hängt am Aktienmarkt, an Bitcoin, und dann ziehen die Altcoins eben nach. Was vielleicht ganz interessant ist, was ich mir zurzeit auch anschaue, ist MicroStrategy. MicroStrategy hat Bitcoin wieder super stark outperformt. Also wir sehen, MicroStrategy hat neue All-Time-Highs gemacht. Bitcoin so halb, ne? Und dann wieder korrigiert. Aber hier sind wir bei MicroStrategy im Vergleich zu Bitcoin sehr stark. Ganz einfach, weil MicroStrategy gehebelt in Bitcoin geht. Das heißt, du hast mit MicroStrategy einen Hebel auf Bitcoin. Natürlich viel höheres Risiko, aber kriegst einen Hebel auf Bitcoin. Ich finde bisher tatsächlich Solana interessanter, um einen Hebel auf Bitcoin aufzubauen. Weil, wenn wir uns mal die Performance von MicroStrategy versus Solana anschauen, seitdem es Solana gibt, oder? Dann sehen wir hier, Solana hat MicroStrategy im letzten Bullrun unglaublich stark outperformt. Dann hat es stärker verloren. Aber seit diesem Bullrun performt Solana auch MicroStrategy aus. Und genau aus diesem Grund ist Solana weiterhin meine Top-Position, um Alpha im Kryptomarkt zu bekommen. Aber wie gesagt, jeder soll das so machen, wie er will. Das ist natürlich alles keine Anlageberatung und so weiter. Aber meiner Meinung nach hat sich das Warten mit höherer Wahrscheinlichkeit bald gelohnt. Und wir gehen in die nächste Runde. Das war es einmal mit diesem Update. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Meinung. Wie siehst du den Markt gerade? Und ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Video.